Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video soll es um meine TBR-Liste für den Juni gehen. Das sind die Bücher, die ich mir jetzt erstmal vornehme, im Juni zu lesen. Ob ich alle schaffe oder ob ich noch andere Bücher lesen werde, weiß ich noch nicht. Ich bin teilweise sehr spontan, was die Auswahl meines Lesestoffs angeht. Aber basierend auf dem, was ich jetzt im Mai gelesen habe, wäre das jetzt mal so das, was ich mir vornehmen würde. Also ich fange mal mit den deutschen Hardcovern an. Und zwar habe ich im Mai den ersten Band einer Reihe gelesen, von dem ich jetzt den zweiten und den dritten Band hier habe. Und zwar geht es um folgende Reihe. Diese schönen Bücher hier. Also die Reihe heißt im Deutschen Lebe lieber übersinnlich. Keine Ahnung, wie die in Englischen auch so heißt. Von Kirsten White ist die. Das hier müsste der zweite Band sein. Und das hier wäre dann der dritte Band. Und den zweiten Band würde ich mir jetzt erstmal vornehmen für den Juni, Dreams and Whispers. Und je nachdem, wie mir die Serie weiter gefällt, würde ich dann den dritten Band direkt im Anschluss lesen. Oder je nachdem, im nächsten Mal vielleicht. Ja, der erste Band ließ sich super schnell lesen. Das ist auch ein sehr lockerer Schreibstil. Sehr unterhaltsam. Die Hauptprotagonistin gefällt mir sehr gut. Sie hat eine sehr direkten, lustigen Dialoge. Die Bücher sind sehr hübsch gestaltet, finde ich. Kann ich euch mal zeigen. Und zwar sind die Überschriften und die Seitenzahlen in rosa. Mit so kleinen Bildern. Sehr schön. Und ich bin gespannt, wie die Serie weitergeht. Achso, in der Geschichte geht es um, was ist sie denn? Ivy. Und Ivy ist eigentlich so eine Art Dämonenjägerin. Kann man das so sagen? Ähnelt etwas an Buffy. Eine besondere Fähigkeit. Und zwar kann sie als einzige den Menschen ihrer Umgebung sozusagen ansehen, ob sie irgendwie übernatürliche Wesen sind oder nicht. Übernatürliche Wesen, die hier drin vorkommen, sind zum Beispiel Vampire, Werwölfe, Geister, irgendwelche anderen Sagengestalten. Also diverse Sagengestalten. Ja. Und sie arbeitet quasi bei einer Organisation, die diese Wesen ausfindig macht. Und die teilweise einsperrt bzw. kennzeichnet und irgendwie dafür sorgt, dass die halt die Menschen nicht umbringen aus Versehen. Zum Beispiel die Vampire oder die Werwölfe und eigentlich nur Gutes tut. Mehr will ich lieber nicht sagen, sonst habe ich nach dem ersten Band total gespoilert. Aber ich mag Ivy sehr gerne. So, nach diesen kleinen Lektüren brauche ich mal etwas Dünneres. Und da hätte ich mir jetzt ein Taschenbuch rausgesucht. Und zwar Be With Me von Jalyn. Das ist der zweite Band der Wait For You-Reihe. Den habe ich letztens im Supermarkt auf den Mängelexemplartisch günstig bekommen. Und ich wollte die Reihe eh weiterlesen und ist dann wieder was Lockeres, was ohne Fantasy für zwischendurch. Also lese ich gerne zur Abwechslung. Storymäßig weiß ich nicht genau, worum es geht. Ich will mich auch lieber nicht spoilern. Also ich weiß, dass es um andere Charaktere geht, die aber auch schon bei Wait For Me vorkamen. Und um deren Geschichte. Wie das halt bei vielen New Adult rein der Fall ist. So, und dann haben wir noch
auch noch nicht so lange hier. Maybe Not von Colleen Hoover. Das ist quasi die Zusatzstory zu Maybe Someday. Maybe Someday habe ich, glaube ich, im. Wann habe ich das denn gelesen? Irgendwann, ich glaube Anfang dieses Jahres habe ich das gelesen. Fand ich sehr unterhaltsam. Also ich habe von Colleen Hoover ein paar Bücher schon gelesen, beziehungsweise als Hörbuch gehört. Unter anderem Weil ich Liken liebe und Hopeless. Oder Hope Forever heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Die fand ich sehr gut und Maybe Someday halt. Und ich habe halt gehört, dass die Zusatzstory sehr gut sein soll. Und deshalb will ich die auf jeden Fall lesen. Und die hat sagenhafte 135 Seiten. Könnte man schaffen. So, dann habe ich noch ein Buch über, aus ja, ich schon diesen Monat lesen wollte. Unter anderem. Und zwar geht es um Champion von Mary Lou. Das ist der dritte Band der, wie heißt das auf Deutsch, Legend-Reihe. Legend und Prodigy, sage ich auf Englisch, habe ich schon gelesen. Und das wäre jetzt der letzte Band, auch auf Englisch. Und den wollte ich jetzt endlich mal lesen, wenn ich die Reihe abgeschlossen habe, bevor ich wieder alles vergessen habe. Ist eigentlich auch gut zu lesen, selbst auf Englisch. Aber generell lese ich auf Englisch tatsächlich langsamer als auf Deutsch, weil Englisch ist nicht meine Muttersprache. Und dann bin ich manchmal zu faul und greife lieber zum deutschen Buch und lese da weiter. Beziehungsweise jetzt hatte ich halt die Juwelenreihe, die mich sehr beansprucht hat. So, das will ich auf jeden Fall lesen. Ja, worum es da geht, sage ich jetzt ohne das zu spoilern, es ist eine Dystopie. Young Adult-Reihe. Und ich fand es eigentlich sehr schön, dass die halt aus den jeweils abwechselnd aus der Sicht der beiden Hauptpersonen, einmal aus, ach, wie heißt sie denn, June und einmal aus Days, also Days ist der Junge, June ist das Mädchen, Sicht beschrieben wird. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vor allen Dingen, wie es zu Ende geht. Und dann kommen wir zu den E-Books, die ich endlich mal, also abgesehen von denen, die ich jetzt noch beenden muss diesen Monat, und wenn nicht, dann nächstes Mal, wäre ein Buch, was ungefähr alle auf BookTube schon gelesen haben, außer mir, wo ich die Ausgaben ungefähr schon ein Jahr auf mein Kindle habe. Das ist nämlich die englische E-Book-Ausgabe und die gab es mal irgendwie für 99 Cent. Und da habe ich mir runtergeladen, weil ich es unbedingt lesen wollte. Und seitdem ist sie hier drauf und jetzt denke ich mir, ja, jetzt könntest du ja natürlich auch die deutschen Taschenbücher kaufen. Aber da ich die Ausgabe schon habe, könnte ich auch die lesen. Ist günstiger. Außerdem brauche ich dann wieder ein E-Book auf mein Kindle. Können wir das nehmen? Ja, worum es bei Paper Princess geht, ich glaube, das ist allen hinlänglich bekannt. Also ich weiß noch nicht. Also ich bin etwas skeptisch, wie mir das gefallen wird. Also wenn zu viele Klischees vorkommen und die Hauptperson zu nervig ist, geht mir das Buch meistens auch auf die Nerven. Ja, dann habe ich noch zwei Hörbücher, die ich gerne hören würde im nächsten Monat. Da kann ich leider kein Bild zeigen. Das eine wäre der zweite Band von der Dem Horizont so nah-Reihe von Jessica Koch. Das heißt den Abgrund so nah. Müsste der zweite Band sein. Ich denke, wenn ich den ersten Band aus habe, würde ich wahrscheinlich wissen wollen, wie es weitergeht. Und der erste Band gefällt mir bisher sehr gut, deswegen gehe ich stark davon aus, dass ich auch den zweiten Band lesen wollen werde. Ich will es nicht beschreien. Wer weiß. Ich habe das Ende noch nicht gelesen vom ersten Band, deswegen kann sich das noch ändern. Auf jeden Fall, das würde ich gerne hören. Und Das Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas. Da habe ich mich jetzt schon länger drum gedrückt. Ich habe die Throne of Glass Serie von Sarah J. Maas, die ersten vier Bände, auf Englisch gelesen.
Fand ich sehr gut. Fünfte Band hatte ich dann irgendwie ein Jahr Pause und bin ich nicht reingekommen und liegt jetzt auch mein Sub. Und ich denke mir, ich warte, bis der nächste rauskommt. Die von der, wie heißt das denn? The Court of Thorns and Roses heißt das auf Englisch. Oder das reicht die sieben Höfe halt auf Deutsch. Von der Serie, von der Reihe habe ich schon einiges gehört. Auch einiges, was mir so spontan nicht so gut gefällt. Also, ich bin auch skeptisch. Also, es ist auf BookTube wird es ja gefeiert, aber. Also, ich mag ja auch das Märchen von Die Schöne und das Biest sehr gerne. Das soll hier aber auch nur ansatzweise übernommen worden sein. Es soll wieder ein bisschen so, weiß ich nicht, Insta-Love und keine Ahnung was vorkommen. Die Hauptperson soll auch etwas. Nein. Also ich weiß nicht, aber ich will dem auf jeden Fall eine Chance geben und als Hörbuch wäre das auf jeden Fall nicht schlecht, weil ich teilweise dicke Bücher als Hörbuch schneller durchkriege als richtiges Buch, weil ich mehr Stunden mit Hörbüchern verbringen kann als mit normalen Büchern. Zumindest im Moment. Das wird sich wahrscheinlich bald etwas ändern, deswegen will ich dann wahrscheinlich endlich mal diverse von meinen Subbüchern lesen können. Ja, das waren jetzt die Bücher, die ich so im Juni vorhabe zu lesen. Ob ich das schaffe, welche ich davon lese oder ob ich ganz was anderes lese, ich mich eigentlich ziemlich spontan umentscheide meistens. Werden wir dann sehen. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe, ihr schaltet bei meinem nächsten Video wieder ein. Das war's dann und ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.